Wie gesagt, Stein brauchen wir mal auf die andere Seite, machen wir dahin und mehr brauchen wir dann ja hier nicht. So. Dann kann da nämlich der Metzger hin. Können wir eigentlich die Straße mal länger ziehen? Ja, wunderbar. Steinbrüche kann ich auch schon bauen. Das heißt, wir könnten jetzt auch hier einen Metzger hinsetzen. So, ja, komm. Gut, drehen wir vielleicht noch um. Perfekt. Aber es gibt noch kein... Es gibt noch kein Fleisch, deswegen war das mit dem Metzger gerade ein bisschen dämlich, aber es ist okay, jetzt gibt's gleich welches, oder? Man bietet euch einen Handelsvertrag an. Oh Mann, das war jetzt... Euch wird ein Handelsvertrag angeboten. Jetzt, das war aber echt dämlich. Normalerweise gibt es positive... grundpositive Bilanz. Das hätte ich gleich machen sollen. So, Pioniere sind glücklich. Siedler sind nicht ganz so glücklich, aber das juckt mich gerade relativ wenig. So, dann würde ich vielleicht da noch ein bisschen hinholzen. Gut, und mit dem nächsten Aufstieg sollten wir dann in die positive Bilanz rutschen. Dann können wir das auch eigentlich so ein Weilchen laufen lassen. Einfach nur fürs gute Gewissen. Da muss ich ja mal gucken, ob ich noch genug Zeug habe. Stoffe und Nahrung sieht eigentlich gut aus. Erstmal. Ey, wie gesagt, dann kann man das ja so ein bisschen laufen lassen. Ich meine, die anderen rennen mir dann davon, das ist ja auch klar. Na gut, auf der anderen Seite. So dralle sieht es bei denen jetzt auch nicht aus. Gut. Dann müssten wir mal ein bisschen Werkzeug einkaufen. So ungefähr 10 Tonnen vielleicht. Gut, und wir machen erstmal nur 3 negative. Euer Volk wünscht ein Wirtshaus. Mein Volk sind an die wie viele Siedler? 51. Wunderbar. Das kann man schon machen. Würde ich wahrscheinlich hier querziehen. So. Okay. Haben wir jetzt wieder ein bisschen Geld ausgegeben. Dann könnten wir jetzt wirklich sagen, wir bauen ein Wirtshaus. Ein Wirtshaus ist hier. Das könnten wir so hinsetzen. Oder quer. Ja, ich würde fast quer sagen. Dazu muss ich aber vorher mal gucken, ob wir hier... Da können wir einen... Ja klar, können wir da einen hinbauen. Bin ja auch doof. Das andere war ja die Kirche. Eure Stadt wächst und gedeiht. So, dann würde ich da auch einen Weg hochsetzen. Und dann kommt da
Ach, für ein Wirtshaus brauche ich, glaube ich, Steine, ne? Ja. Gut, dann sind die Betriebskosten jetzt erstmal höher, nicht höher als die Steuereinnahmen. Ich wollte gerade sagen, die Steuereinnahmen sind erstmal höher als die Betriebskosten. Das ist schon mal gut. Dann kann ich... Da können wir noch ein Ding hinsetzen. Dann müsste ich aber hier einen Weg rüberziehen, oder? So, genau. So, was wir wieder machen werden, ist, wir werden langsam wachsen. Wie immer, weil in der Ruhe die Kraft liegt. So, da ist 13. Zack und zack. Super. Und wie wir der positiven Bilanz entnehmen können, können wir das jetzt einfach so ein bisschen laufen lassen. Und dann peu à peu aufwerten. Wie gesagt, ich möchte es nicht übertreiben. Ich möchte schon ein bisschen auf die sichere Seite, auf der sicheren Seite sein. Ich muss jetzt halt gucken, ob das mit den Lebensmitteln noch passt. Das sieht gut aus. Die Stoffe scheinen auch gut zu sein. Letztens waren es noch 12. Gut, dann können wir das jetzt eigentlich wirklich ein bisschen laufen lassen. Panisch irgendwie groß was passieren wird nicht. Wir können dieses Schiff auf W setzen. Warte mal, die Kanonen sollten wir ausladen. So, und dann können wir dich nochmal dahin setzen und das Schiff auf W machen. Bam, 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 bam. So, ich kann auch noch mal gucken. Warte mal, ein Steinbruch kostet mich ja keine Betriebskosten. Genau. So, das wäre dann... Ach komm, das wäre so. Ah, der kostet mich Werkzeug und Holz. Okay, Werkzeug kann man natürlich nicht. Das kaufen wir ja noch ein, oder? Einkauf, Werkzeug. Genau, bis 10 Tonnen. Wunderbar. Können wir eigentlich schon... Ja, könnten wir schon. Dazu bräuchten wir aber auch Werkzeug. Okay, das ist, wie gesagt, ein bisschen doof. Was wir jetzt machen... Solange sich meine Insel versucht zu erholen, schauen wir uns einfach mal die anderen Inseln an. Damit wir wissen... Ach ja, das reicht hier schon. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Damit wir einfach mal wissen, was es auf dieser Insel so gibt. Boah, hier könnte ich Zuckerrohr anbauen. Das wäre nicht schlecht. Dann würde ich halt viele Aussiedlungen gründen. Könnte man machen. Ja, die sind auch hier auch. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Tabak, Weintraum, Zuckerrohr. Der hat auch nichts Besseres als ich und Eisenerz hat der auch nicht. So, dann düsen wir da hoch. Ah ja, wegen dem Einkaufen, okay. Wollte gerade sagen, hä, warum? Aber ja, wir haben Werkzeuge gekauft. So, Schiffchen, du. Wunderbar. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. 100 Weintrauben. Das ist natürlich auch nicht ohne. Auch nicht sexy, wollte ich gerade sagen, aber das wäre es ja schon. Also da könnten wir uns quasi eine Weintraubenplantage hin tun. Wenn man die eine Insel wirklich,
2 könnte ich da hinhauen. Vielleicht sogar 3. Müssen wir mal gucken. Weintrauben. 1, 2, 3. 1. Also, warte mal. Die hier wird ja wirklich bis da gehen. Das heißt 2. 3. Wollen natürlich noch Wege. Aber eine vierte kriege ich nicht hin. Nee, die vierte wäre überlappend. Aber 3 könnte ich machen. Das wäre gar nicht so schlecht. Zeigt halt wieder höhere Betriebskosten. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Tabak, Zuckerrohr. Die Insel bietet Erz. Bingo. Also wird das eine Produktionsinsel. Und die anderen werden das nicht machen. Weil für die anderen ist es zu klein. Die KI ist da so ein bisschen... Gut, und da kann ich dann wirklich sagen... Zuckerrohr. 1, 2, 3, 4. Nee. Euer Volk braucht eine Schule. Ja. Keine Panik, bitte. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Tabak, Weintrauben. Tabak. Okay. Also, die Inseln hier oben haben wir jetzt alle. Dann können wir noch hier hin düsen. So, und ich würde mal gerne meine Planungen durchführen. Zuckerrohr. So. Also, wie gesagt, hier könnte ich 1... 2, 3, 4. Dann könnte ich da wirklich sagen: 1, 2, Wasser. 1, 2, 3, 4. Und dann sollte ich da echt versorgt sein. Den Zuckerrohr kann ich hin und her karren. Den würde ich zu Hause brennen. Da muss ich da nicht eine Brennerei hinbauen. Hier kann ich... Wir sind übrigens da. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Okay. Ich würde trotzdem erstmal hier hinfahren. So... Und dann... Also wie gesagt, die könnten wir wirklich benutzen. Das Geile wäre halt, wir müssen die andere nicht benutzen. Wir müssten nicht übertrieben viel. Wir hätten hier Eisenerz, das könnten wir einbauen. Das können wir aber wahrscheinlich erst dann machen, wenn wir wirklich... Ja, genau. So, das heißt, ich würde hier ein Konto hinsetzen. Hier. Weil ich da... Hier würde ich den Marktplatz hinsetzen und dann zack, das Zeug rüberziehen. So. Jo, und ich habe eigentlich eine positive Bilanz, aber mein Gold wächst gerade noch nicht so richtig. So, wo bist du? Du bist da. Du bist schon angekommen, das ist gut. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Aber kein Eisenerz. So, dann kannst du darüber. Ich finde die Musik von Anno einfach so stimmungsvoll. Das ist einfach unglaublich. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Hier gibt's 100... Die Insel hat reiche Eisenerzvorkommen. Reiche? Hier gibt's Baumwolle und Gewürze. Baumwolle weniger, aber Gewürze. Gewürze! So, dann würde ich da mal hindüsen. Kann man die nachher da unten angucken. Die habe ich noch nicht, ne? Die habe ich und die auch noch nicht.
Oh, ich glaube, ich muss mal kurz nach Hause und gucken. Wie ist denn... Ah ja. Okay, und die Bäume können wir eigentlich mal ausschalten. So. Genau, wir sind da unten angekommen. Dann schau dir den Spaß mal an. Da oben die Ressourcen waren wir dieser ja schon. Insel sind erkundet. Kannst du mal eine Erzader wurde gefunden. Ja, aber die ist mir zu Pillepalle. Für Baumwolle, nee, vergiss es. Für die anderen ist es natürlich cool. Für mich ist es Kake. Kaki. Oder Kaki. So, schauen wir mal. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Kakao. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Wo? Hm. Ach, wahrscheinlich ein tiefes, deswegen. Da waren wir ja schon, ne? Genau, da oben, das gehört ja zu der dazu. Dann würden wir dahin düsen. Obwohl, wir können eigentlich erstmal zu der düsen. Ich glaube, das ist näher. Vielleicht da so. Nee, warte mal, wir machen das wirklich so. So. Ah, die haben da keine Kirche mehr. Na gut, ist egal, dann bleibt ihr halt Pioniere, juckt mich doch nicht. Ihr könnt ja dann später aufsteigen, wenn ihr eine Kirche habt. So, was ich jetzt auf jeden Fall machen kann, nämlich ist, ich kann jetzt hier zwei Steinbrüche hinhauen. Ah, okay. Dann würde ich da doch mal einen Steinmetz. Wie schaut's denn aus? 100. Ist ja super. So, Steinmetz, wie viel brauchst du? 5. Na gut, peu à peu machen wir das. Also, Lager ist voll, dann könnt ihr erstmal aufhören. Sparen wir noch mal ein bisschen Geld. So, wo ist denn mein Schiffchen? Das ankert hier, die Hand. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. So, dann würde ich mit dir doch mal... Gehen wir mal wieder auf den Nord. Wir sind da. Fährst du mal dahin? Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Es gibt Erz auf dieser Insel. Super. So, dann fährst du mal dahin und dann kann ich mir nochmal kurz angucken, was es hier eigentlich gibt. Kakao, Baumwolle und Erz. Ist jetzt auch nicht das, wo ich unbedingt sagen muss, brauche ich unbedingt. Also wie gesagt, ich denke, ich werde mir die Insel da oben krallen. Und dann hier mit Wein anfangen. Und den Wein würde ich eigentlich hier unten lang ziehen wollen. Das heißt, ich würde den Konto vielleicht hier in die Mitte setzen. Dann ist bloß die Frage, wo setze ich die Wege? So. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Und dann es gibt Erz auf dieser Insel. Wieso? Die Insel hat reiche Goldvorkommen. Boah! Geil, Alter! Ja, ja, gut. Geht so. Ich denke nicht, dass wir Gold brauchen für die Aristokraten, klar, aber nicht zwangsläufig.
Wie gesagt, das wird jetzt wieder ein bisschen ein längerer Run, weil wir das einfach ganz gemütlich angehen wollen, weil wir Geld behalten möchten. Meine Bilanz ist gerade latent positiv. Apropos, es ist schon wieder Werkzeug verkauft worden. So.